Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da, ein bisschen verspätet heute. Bitten, das zu entschuldigen, aber jetzt kann es losgehen. Wir haben wie immer Mittwoch Nacht, eine freie Themennacht. Das bedeutet, ihr könnt mich hier kostenfrei anrufen und ihr könnt euch mit mir unterhalten über all das, was euch interessiert, was euch auf den Nägeln brennt. 0800 220 5050, die Telefonnummer, oder ihr mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht heißt Sarah, und Sarah ist 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sarah. Und was geht's bei dir? Also bei mir ist es so, ich habe vor einem Monat ungefähr einen Mann kennengelernt, war mit dem insgesamt 2 Wochen zusammen nur und habe jetzt vorgestern festgestellt, dass ich schwanger bin von ihm. Du lieber Himmel. Ja, das denke ich mir genauso. Es gibt so ein Wort, das nennt man Verhütung. Ja, wer schon sagst mal, du das? Das habe ich schon mal gehört, ja. Und wie ist es passiert? Bitte jetzt nicht, das Kondom ist geplatzt. Nee, so war es nicht. Ja, es ist einfach passiert. Es war ein bisschen ja doof von mir natürlich, dass ich gar nicht dran gedacht habe, dass ich das nicht berücksichtigt habe. Also du nimmst nichts ein? Nee, im Moment nicht. Und das war eine sehr spontane Geschichte. Und ich habe ja auch nicht gedacht, dass es dann... Ich habe dann so ein bisschen rumgerechnet und habe mir gedacht, ja, eigentlich kann ja nichts passieren. Also du nimmst nicht die Pille ein? Du hast sonst auch nicht irgendeine Spirale oder irgend sowas, gar nichts. Und der Knabe hat auch keinen Gummi benutzt. Nein, das hat er nicht. Obwohl ihr euch so frisch gerade erst kennengelernt habt. Ja. Da geht es ja nicht nur um Verhütung, sondern es geht auch um Schutz vor erheblichen Krankheiten. Das weiß ich, ja. Tja. So. Das weiß ich und normalerweise mache ich das auch nicht so. Das war jetzt wirklich das allererste Mal, dass ich das so unvorsichtig gemacht habe und habe sofort die Quittung dafür bekommen. Mhm. Also. Und nu? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich habe versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Also die Sache ist schon wieder beendet, richtig? Ja, das ist dann nach diesen 2 Wochen einfach so gewesen, dass er sich bei mir überhaupt nicht mehr gemeldet hat. Ja. Und ja, das war dann für mich soweit auch okay. Also ich habe dann jetzt nicht irgendwie da hinterher getraut. Mhm. Also du warst gar nicht groß in den verknallt. Das war irgendwie so eine Mini-Affäre, sowas. Ja, so gesehen. Also ich habe mich schon am Anfang ein bisschen in ihn verliebt, sonst hätte ich ja auch nicht mit ihm geschlafen. Aber ja, im Laufe der Zeit, auch wenn es jetzt nur 2 Wochen waren, hat sich das dann irgendwie wieder so ein bisschen gelegt. Und weil er sich auch mir gegenüber nicht so gut verhalten hat. Und nach den 2 Wochen war dann der Kontakt beidseitig auch beendet. Nachdem ich das halt rausbekommen habe, habe ich versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Telefonisch ist er überhaupt nicht für mich erreichbar und ich habe dann so per SMS versucht, ihm dann mitzuteilen, wie die ganze Situation momentan halt ist. Mhm. Aber so eine Rückmeldung von ihm ist bislang nicht gekommen. Und das sind jetzt schon 3 Tage, seitdem ich das weiß, habe ihn halt auch sofort dann darüber informiert. Aber ja. Wenn du ihn auf dem Mobiltelefon anrufst, was ist denn dann? Ist dann die Box dran oder was? Nee, der geht einfach nicht dran. Geht einfach nicht dran. Wenn er meine Nummer sieht, ach so. Und unbekannt geht er generell nicht dran. Das heißt, er weiß jetzt schon Bescheid aufgrund von deiner SMS. Genau, da weiß er Bescheid. Ja. Ich finde jetzt gar nicht so maßgeblich in erster Linie, wie der jetzt reagiert. Ich finde maßgeblich, was du denkst, was du fühlst und was du möchtest. Tja, das ist eine gute Frage. Also die dich ja wahrscheinlich auch, seitdem du das jetzt weißt, das ist definitiv, ja? Du warst beim Arzt und... Genau, das ist definitiv. So, seitdem denkst du wahrscheinlich da intensiv drüber nach. Wohin geht denn so ungefähr die Richtung? Ja, das ist... Also ich weiß es, ich kann es im Moment gar nicht sagen. Meine Ärztin hat mich das auch gefragt und ich konnte das nicht wirklich beantworten, weil auf der einen Seite denke ich, dass es vielleicht unvernünftig wäre, ohne Vater jetzt ein Kind in die Welt zu setzen. Und vor allem, ich bin auch noch jung, ich habe meine Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Mhm. Was lernst du? Hotelfachfrau. Hotelfachfrau. Mhm. Ja. Jung, Ausbildung noch nicht abgeschlossen, das würde natürlich dein ganzes Leben radikal umkrempeln, ne? Wenn du jetzt ein Kind bekämst. So sieht's aus, ja. Was sagt denn dein Herz? Abgesehen jetzt mal von den, ich sag mal, den vernunftsmäßigen Überlegungen, rein pragmatischer Natur. Was sagt das Herz? Ja, mein Herz sagt eigentlich, dass ich das schon bekommen wollen würde. Mhm. Machst du das denn abhängig jetzt auch von seiner Reaktion?
Also nehmen wir mal an, der wird sich jetzt gar nicht mehr melden. Was dann? Oder er wird sich melden und sagen, okay, wir sind zwar nicht ein Paar, aber ich stehe zu dem Kind und werde mich auch im ordentlichen Rahmen darum kümmern. Wie würdest du dich denn dann fühlen? Ja, das wäre für mich wenigstens schon mal also irgendwie eine Lösung, dass er sagen würde, ja, auch wenn ich will auch mit ihm gar nicht zusammen sein. Ja. Das ist schon mal klar. Nur wenn er sagen würde, ja, ich stehe trotzdem hinter dir und ja. Ich kümmere mich halt mit dir zusammen darum, dann fände ich das schon besser, als wenn er jetzt sagen würde, nee, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Ja, das heißt, das würde dir die Entscheidung für das Kind erleichtern. Ja, definitiv. Mhm. Sowas bespricht man ja auch immer gleich mit den besten Freunden und mit der besten Freundin. Hast du eine beste Freundin? Ja, natürlich. Was sagt die dazu? Was sie dazu sagt, ja, sie hat natürlich erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat mir dann auch erstmal ein bisschen den Kopf gewaschen, wie das überhaupt so weit kommen konnte. Ich meine, okay, damit ist aber auch keinem geholfen mit Vorwürfen und so weiter. Sie hat gesagt, dass ich das im Endeffekt selber wissen muss. Sie kann mir da wenig zu sagen. Sie hat gesagt, sie ist sowieso immer bei mir, egal was passiert. Also von ihrer Seite habe ich auch Hilfe. Sie hat gesagt, ja, ich müsste das halt selber entscheiden. Sie kann mir da wenig zu sagen. Ist ja auch. Naja, natürlich musst du es selbst entscheiden. Aber von der besten Freundin erwartet man ja auch mal eine Meinung. Man muss das ja dann nicht genauso machen, wie die beste Freundin das sagt. Weißt du, für mich ist das eine schwierige Situation, weil ich darf und will hier auch keine Schwangerschaftsberatung machen. Ist dir klar. Ich finde nur, das sage ich so, das ist nun ganz persönlich meine Meinung, dass man eigentlich auch zu dem stehen muss, was man tut. Und wenn das, was man getan hat, große Konsequenzen mit sich bringt, muss man vielleicht auch dazu stehen. Oder sollte man dazu stehen? Ja, grundsätzlich schon. Es geht nicht um irgendetwas, es geht um ein Leben, ein menschliches Leben, wo man nicht leichtfertig so sich entscheiden sollte. Das ist auch so. Nur ich weiß nicht, ob es wirklich vernünftig wäre, jetzt in meiner momentanen Situation ein Kind in die Welt zu setzen. Also, ich würde dir auf jeden Fall raten, so schnell wie möglich zu einer Schwangerschaftsberatung zu gehen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und Nötigste, was du tun solltest. Wir geben dir gerne auch gleich noch ein paar Adressen in deiner direkten Umgebung. Wo du dann auch in aller Ruhe mit Leuten, die sich tagtäglich mit der Thematik beschäftigen, dich unterhalten kannst. Okay. Sicherlich auch sachlich unterhalten kannst, wo du nicht beeinflusst wirst in die eine oder andere Richtung. Ja, okay. Ich finde, es ist eine sehr ernste Situation, das kann ich so vielleicht auch nochmal von meiner Seite aus sagen, über die man sehr, 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 sehr intensiv nachdenken sollte und sich auch viele Meinungen einholen sollte, bevor man dann, natürlich musst du es letztendlich entscheiden, da hat deine Freundin natürlich recht. Aber auf der Basis von vielen, vielleicht von vielen Meinungen, die dir gesagt werden. Und aus den Meinungen bildet man ja dann vielleicht die eigene Meinung. Oder man bekommt einen Anstoß vielleicht durch ein Wort, was jemand sagt und so weiter. Ja, das wäre, glaube ich, echt das Beste. Ja, und daraus zu lernen ist natürlich für die Zukunft, wie immer du dich entscheidest, dass du dich schützen solltest. Ne? Ja, auf jeden Fall. Da muss man gar nicht weiter jetzt drüber sprechen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Vollkommen recht. Wie gesagt, jetzt gebe ich dir mal meine Psychologin. Das heißt, du rufst bitte, du legst auf und wir rufen dich nochmal an. Meine Psychologin wird dich anrufen. Dann kannst du mit ihr auch nochmal ein paar eingehende Worte sprechen. Okay. Und sie wird dir noch die nötigen Telefonnummern geben. Ja, okay, super. Dankeschön. Ich wünsche dir die richtige Entscheidung. Dankeschön. Alles Gute. Ich wünsche dir noch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt hier zu später Stunde, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer oder meldet uns unter domain@wdr.de. Hier ist Rita und Rita ist 64. Guten Morgen, Rita. Guten Tag, Domi. Ja. Ich freue mich ganz mäßig, dass ich dich mal erwische. Schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich auch. Dankeschön. Um was geht's? Ja, ich komme mit dem Tod meines Mannes nicht zurecht. Der ist vor 2 Jahren verstorben. Und also eigentlich unter meinen Händen so weggestorben. Ja. Und hatte er eine schwere Erkrankung? Oder? Nein, er hatte eigentlich Asthma. Und klar, das war sehr schwer. Aber er ist an einem Herzinfarkt gestorben. Also, ach so. Also ist dann plötzlich verstorben. Ja, plötzlich. Man hat ja nicht damit gerechnet. Er wollte eigentlich nur einkaufen. Und er sagt, ich gehe hin und dusche, weil mir der Rücken so kalt ist. Ich habe gehört, das gehört dazu. Und dann kam er wieder, hält die Hände vor der Brust und kann überhaupt nicht mehr sprechen. Er sagte immer, Blutdruck messen, das habe ich mir dann zusammengereimt. Ja. Das habe ich dann gemacht. Ja.
dreimal ging nur auf Störung. Und da habe ich gesagt, der Notarzt muss her, und das wollte er nicht. Da habe ich beim Hausarzt angerufen und habe gesagt, ich komme mit meinem Mann, dem geht es schlecht, ich möchte, dass er sofort rankommt. Mhm. Ja, und dann habe ich ihm die Jacke angezogen, Schuhe und ins Auto und los. Und das ging noch, er konnte noch gehen? Ja, er konnte dann noch gehen. Mhm. Nicht? Er hatte sich auf die Couch gelegt, da kam er wie so eine Tarantel wieder hoch. Mhm. Das ging nicht. Mhm. Aber gehen zum Auto, dann habe ich ihn reingesetzt, dann hat er das Fenster runtergedreht und er konnte einfach keine Luft kriegen. Mhm. Von uns bis zum Arzt sind es so 6 Kilometer und dann habe ich geparkt und wir sind ausgestiegen, ich habe ihn untergehakt, bringe ihn rein, dann sind wir auch gleich ins Sprechzimmer gegangen. Mhm. Er setzt sich auf den Sessel, im gleichen Moment sagt er, mir ist so schwindelig, mhm, und der Kopf fällt hinten über und tot war er. In Anwesenheit des Arztes dann? Nein, da war niemand, ich war da alleine. Ach, also der Arzt war gar nicht da? Bitte? Der Arzt war noch gar nicht da? Nein, der war noch gar nicht da, der war noch beim anderen Patienten. Ach so. Das war abends 4:15. Ach so. Nee, und dann, also ich habe einen Schock, ich bin durch die Praxis gerannt und habe gerufen, der Arzt, nicht? Und dann kam er auch und klopfte ihm so an den Wangen da, mhm, lang und ein bisschen auf die Brust. Aber dann war doch noch Zeit, wie viel Zeit war noch vergangen, bevor dann der Arzt in die Praxis kam? Ja, der war in der Praxis, aber beim anderen Patienten. Ach so, ich verstehe. Ja. Das war der kam dann innerhalb einer Minute. Mhm, noch nicht mal, der kam sofort. Ah ja. Und ich habe einen fürchterlichen Schock gehabt. Ich habe nur immer geschrien. Meine Schwiegermutter, die Mutter von meinem Mann war 4 Wochen vorher gestorben. Mhm. Zu der hatten wir ein super gutes Verhältnis. Mein Mann war alleine. Mhm. Meine Mutter war auch schon 40 Jahre tot. Also es war alles wunderbar. Und ja, und dann starb er nach 4 Wochen. Ich habe nur immer geschrien, Omi, warum nimmst du mir meinen Molly weg? Wir haben immer gegenseitig Molly gesagt. Und lieber Gott, warum tust du mir sowas an? Warum lässt du sowas zu? Und ich habe nur geschrien. Und dann kam der Arzt zu mir und die zwei Schwestern haben mich erstmal versorgt, weil ich einfach nicht... Das heißt, da war nichts mehr zu machen. Er ist wirklich dann in der Arztpraxis verstorben. Ja, er ist so vor ersten Sekundentod gestorben. Und das Ganze war jetzt vor 2 Jahren. Ja, es ist am 18. November passiert. Mhm. Und für dich ist es wahrscheinlich so, als wäre es gestern. Ja, für mich ist das jeden Tag gleich. Ich gehe einfach nicht. Und also ich nehme keine Einladung an. Ich sitze hier jeden Abend alleine. Ich habe 2 Kinder, die kümmern sich um mich. So, das will ich nicht sagen. Mhm. Aber ich gehe nirgendwo hin. Keine Einladung, nichts. Mhm. Ich komme da einfach nicht mit klar. Gibt es denn doch immer wieder Einladungen von Bekannten und Verwandten? Ja. Das schon. Mhm. Aber denn, wenn ich zu meiner Tochter fahre, die wohnt 45 Kilometer von mir entfernt, wenn ich 1 Stunde da bin, will ich wieder nach Hause. Mhm. Na, immerhin, wenn du 1 Stunde schon mal da warst, ist das ja schon mal ein Anfang. Ja. Nee. Also ich glaube ja auch, dass bei allem Schmerz, der erahnbar und nachvollziehbar ist, dass es schon wichtig ist für den Trauernden, dass er sich nicht völlig in die Trauer verkapselt, dass er sich nicht völlig zurückzieht. Das geht ja noch weiter. Dann habe ich aber ich habe da gelegen und die haben meine Hand gehalten und sonst was. Mit einem Mal geht die Tür auf, da kommt der Notarzt an und 4 Sanitäter. Hm. Ich sag, was soll denn das jetzt noch? Da haben die meinen Mann auf den Fußboden gelegt und Hemd und alles so ausgezogen. Mhm. Und dann haben die 19 Mal ihn mit Elektroschocks reanimiert. Mhm. Nach 1 Stunde hat das Herz wieder geschlagen, aber nur das Herz. Dann haben sie ihn in den Krankenwagen gebracht. Und da habe ich gesagt, ich will mit. Mhm. Und da hat der gesagt, ich kann nicht mit, der Krankenwagen wäre voll und ich dürfte aber noch mal gucken. Dann bin ich in den Krankenwagen rein und mein Mann, meine Schwiegertochter war auch mit drinne. Der war dunkelblau und eiskalt und die Augen drumherum war er ganz gelb. Mhm. Nicht? Und lag da nur, also tot. Nicht? Dann haben sie ihn mitgenommen ins Krankenhaus, wir sind nachgefahren. 1,5 Stunden habe ich auf dem Flur gesessen mit meinen Kindern. Und dann die Schwestern kamen immer raus und sagten, Frau Thies, die kümmern sich um ihren Mann, sie können gleich rein. Mhm. Nach 1,5 Stunden durfte ich rein, da sagt der Arzt zu mir, ja, das Herz ist nochmal stehen geblieben. Da haben die 1,5 Stunden noch mit meinem Mann rumgerissen. Mhm. Und dann hat er ja nur gelegen, ich sage, das verstehe ich nicht. Für mich ist das menschenunwürdig. Warum macht man sowas? Ja, ja. Eine 1/4 Stunde, 20 Minuten, das sagt mir jeder.
jeder Arzt und jeder Mensch und der Menschenverstand, das kann doch nicht, der hat doch keinen Sauerstoff gekriegt. Der kann nicht mehr sein. Das wollten die mir nicht abnehmen. Dann haben die... Also ich verstehe schon, dass diese Krankheitsendgeschichte, sage ich jetzt mal, die ja auch noch so sehr zu schaffen macht. Ich habe ja, er hat ja noch 26 Tage gelebt. Ach, halt dann noch 26 Stunden? Nach 12 Tagen kam er von einer Intensivstation runter und dann ist er denn da nochmal zu Bewusstsein gekommen? Nein, nicht einmal wieder. Nichts. Er hat nicht sein. Die Augen hat er geöffnet, mal aber starr gegen, also starr geguckt. Und die kein Finger bewegt. Gar nichts. Nun ist das sehr schwer natürlich zu beurteilen. Man kann natürlich einerseits vielleicht denken, dass die Ärzte das Menschenmögliche tun wollten. Und das ist vielleicht auch sehr gut gemeint. Ja, einmal hätte ich ja noch verstanden, aber. Aber der einzige Trost, der darin steckt, ist ja vielleicht, dass dein Mann zumindest von all dem nichts mehr gespürt hat. Wenn es eigentlich auch eine Quälerei war, da gebe ich dir recht. Ich habe, das kannten die im Krankenhaus wohl auch nicht, ich habe 18 Stunden am Stück bei meinem Mann gesessen. Mhm. Ganz alleine. Es hat niemand ein Wort gesagt, nur die Schwestern kamen mal rum. So jede Stunde haben sie ihn umgedreht. Mhm. Nicht? Rita, wenn du mir nach 2 Jahren mit so einer Intensität das erzählst, dann ist mir das klar, dass du heute fast noch unter Schock stehst. Ja, bin ich auch noch. Hast du denn in diesen 2 Jahren Gelegenheit gehabt, im Kreise deiner Familie, deiner Kinder oder ich weiß nicht bei wem, intensiv darüber immer zu reden und immer wieder zu reden? Auch? Das machen wir auch. Das macht ihr. Aber dennoch ist es so tief in dir drin und du... Das ist so tief in mir. Das ist ja noch gar nicht alles. Dann nach 12 Tagen haben die zu mir gesagt, Frau Thies, es ist so eingetroffen, wie Sie gesagt haben, es ist nichts mehr da oben im Kopf. Also nichts, keine Reaktion. Mhm. Dann hat er ja auf dieser Station, wo die schwerstkranken Patienten da liegen, hat er dann noch nach 12 Tagen bis zum 26. Tag gelegen. Mhm. Ich habe Tag und Nacht bei ihm gesessen. Wenn ich nachts zu Hause war, dann habe ich nachts um 12:30 angerufen, um 2:30 angerufen. Mhm. Die konnten mir ja nichts anderes sagen. Immer das Gleiche. Er lach ja nur. Das heißt, du hast letztendlich dann, als er verstorben ist, das für ihn als eine Erlösung gesehen. Ja, total. Ich habe bei ihm am Bett gestanden, habe gebetet. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich bitte dich von Herzen, nimm ihn zu dir. Hol ihn dir. Ich gebe ihn dir frei. Nimm ihn auf in deine Arme. Erlöse ihn. Wie lange wart ihr verheiratet, Rita? 45 Jahre. 45 Jahre. Das ist natürlich, und war es eine schöne und gute Ehe? Ja, es war eine schöne und gute Ehe. Also, wo ich war, war mein Mann. Wir haben alles zusammen gemacht. Und darum dieses Plötzliche. Weißt du, ich finde das, ich überlege jetzt gerade, ich fände das so sehr wichtig, weil du so sehr noch du unter diesem Trauma zu leiden scheinst. Eigentlich brauchtest du jemanden, mit dem du intensiv über diese Trauervorkommnisse sprichst. Und zwar immer wieder. Und zwar vielleicht unter professioneller Betreuung sogar. Ja. Das ist eventuell gar nicht im Rahmen der Familie oder im Rahmen von Bekannten zu schaffen. Ja. Man traut sich ja vielleicht schon als Trauernder auch nicht immer wieder davon anzufangen. Nein, ich denke denen auch oft, die wollen das doch auch gar nicht mehr hören. Dieses Gespräch hat meine Psychologin mitgehört. Ja. Und ich würde dir jetzt so von meinem Standpunkt aus, ich bin gespannt, was die Anja dir gleich sagen wird. Ich würde dir raten, wirklich so eine Art Trauerbegleitung oder Trauerseminar oder Trauertherapie zu machen. Wärst du denn bereit zu sowas? Ja. Das wärst du. Ja. Hast du noch eine Minute Zeit? Natürlich, ja, klar. Ich möchte dir die letzten Stunden erzählen. Mhm. Ich war ja, ach so, und dann kam noch der Amtsrichter und dann war ich seine Betreuerin und all sowas. Den Abend vorher hatte er zu mir gesagt, haben wir Patientenverfügung da geguckt. Da sagt er, Molly, das versprichst du mir aber, dass ich nie an Schläuche angeschlossen werde und all sowas. Habe ich ihm versprochen. Ne? Und den Mittag sagte er, Molly, wenn ich mal sterbe, du bist doch eine starke Frau, du kommst auch alleine klar. Das war vorher. Dann der 13. Dezember, wie er gestorben ist, das wusste ich ja auch nicht. Es ging ihm so schlecht. Er kriegte immer keine Luft. Es kam oben, der Schleim kam oben raus und er hat sich fürchterlich gequält. Mit den Ärzten und Schwestern habe ich auch noch genug erlebt, noch ganz kurz gesagt. Und an dem Abend, 6:45, kommt eine Schwester mit so einem Wagen, mit Bettlagen und sowas drauf und sagt zu Frau Thies, wir wollen eben ihren Mann frisch machen. Ich bin mit reingegangen und dann habe ich ihn
also hat die Schwester ihn gewaschen und ich habe ihn eingecremt. Ich habe ihm das Bettlaken mit untergemacht, habe ich geholfen. Mhm. Ich habe gesagt, das Nachthemd haben wir ihm angezogen. Ich auf der einen Seite, die Schwester auf der anderen Seite. Dann sagt sie, Frau Thies, dass Sie das so können. Die anderen Angehörigen stehen in der Tür und dass Sie das so können. Ich sage, das ist doch mein Mann. Nicht? Und dann sagt sie, ich halte mal seinen Kopf fest. Und sie legen das Kopfkissen unter. Klitschenass. Er hatte fast 42 Fieber. Ich bin sofort fertig. Und dann habe ich ihn gekämmt, Decke wieder übergelegt und sonst was. Dann habe ich gesagt, Molly, jetzt liegst du da wieder so schön, wie du das immer gerne hattest. Er war so pingelig. Ne? Ich sage auch, jetzt ist aber wieder gut. Ne? Also gut. Rita, ich unterstreiche das nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Du bist so aufgewühlt noch, nach dieser langen Zeit, dass ich dringend finde, dass du Hilfe brauchst. Und die wollen wir versuchen, dir jetzt mit zu organisieren und dir zu helfen und das zu finden. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann rufen wir dich zurück und dann kann die Anja mit dir alles in Ruhe besprechen. Ja. Ja? Du, Mian, das liebe Rita. Finde ich ganz toll. Das hat mir unheimlich geholfen, dass ich mit dir sprechen durfte. Das freut mich. Und meinen Mann habe ich für seine letzte Reise schön gemacht. Stell dir das mal vor. Mhm. Das ist ein sehr schöner Dienst, den du ihm noch hast gegeben zum Schluss. Ja, dann ist er gestorben. Ja. Viertel vor zehn und zehn nach zehn. Liebe Rita, mir tut das sehr leid. Ja, ich danke dir. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen. Ganz lieber Mensch. Und wir rufen dich gleich wieder an. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Dankeschön, du. Tschüss. Und weiter geht es mit Santina. Santina, stimmt das? Hallo, ja. Das Hallo. Santina, 26, guten Morgen. Guten Morgen. Santina, was ist dein Thema? Um was geht's? Also ich habe eigentlich eine freudige Geschichte zu erzählen. Mhm. Und zwar habe ich meinen leiblichen Vater noch nie gesehen. Mhm. Und der wohnt in Italien. Und seit 3 Monaten haben wir relativ guten Kontakt und ich werde jetzt im April das erste Mal hinfliegen. Wie kommt es, dass du ihn nie gesehen hast? Er hatte vor 27 oder 28 Jahren mit meiner Mutter eine Affäre hier in Deutschland. Ja. Er hat 2 Jahre hier als Gastarbeiter gearbeitet, hat in Italien schon eine Frau und ein Kind. Mhm. Und als meine Mutter dann im 7. Monat schwanger war, ist er dann wieder nach Italien gegangen. Und hat sie hier sitzen lassen? Genau. So, und hat sich auch dann nie um dich gekümmert und wusste er denn, dass es dich... Ja, er wusste, dass du dann auf der Welt warst, ja, ne? Ja, genau. Ja. Hat aber nie Kontakt aufgenommen zu deiner Mutter? Nee, gar nichts. Gar nichts. Nicht gefragt, wie geht's der Kleinen oder dem Kleinen? Wusste er überhaupt, dass es ein Mädel ist? Ja, es ging ja dann noch übers Gesicht wegen Vaterschaftsanerkennung. Ah ja. Das heißt, Geld hat er bezahlt? Nee, gar nichts. Auch nicht? Nee. Mein Bruder hat immer zu mir gesagt, wer nichts hat, kann auch nichts geben. Und wie ist es jetzt entstanden, dass der Kontakt in die Gänge kam? Als ich 16 war, habe ich seine Adresse rausgekriegt und habe ich ihm einen Brief geschrieben und es kam auch sofort was zurück. Also er wusste, wer ich war. Wie hast du die Adresse rausgekriegt? Zu uns nach Hause kam ein Brief irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war zumindest eine Fotokopie. Da stand drin, Santina, 1 Jahr alt, klagt gegen ihren Vater auf Vaterschaftsanerkennung. Mhm. Und dann stand unten seine Adresse. Und die habe ich mir abgeschrieben, den Brief wieder zugeklebt und meinen Eltern oder meiner Mutter da wieder hingelegt. Mhm. Und die Adresse war immer noch aktuell? Trotz der vielen Jahre? Aktuell, aber der wohnt in so einem kleinen Ort, dass man sich da kennt und dass der Brief trotzdem... Und da hast du hingeschrieben in deutscher Sprache? Ja, auf Deutsch. Und dann kam sofort was zurück, oder wie? Ja, nach 2 Wochen. Kam etwas auf Deutsch oder Italienisch zurück? Das erste Mal auf Deutsch. Das hat er sich aber da übersetzen lassen. Ah ja. Und dann haben wir uns 2-3 Mal geschrieben. Ja. Und dann war 10 Jahre gar nichts. Was ja auch schon wieder komisch ist, ne? Nun entdeckt er endlich sein Kind. Ja. Wie war das denn, was er zurückgeschrieben hat zum ersten Mal? War das freundlich und herzlich oder eher... Sehr. Sehr. Also, dass ihm das alles leid tut und dass er mir im Brief nicht sagen möchte, was damals passiert ist zwischen meiner Mutter und ihm. Ja. Und dass er mir das von Angesicht zu Angesicht sagen will und dass er immer an mich gedacht hat. Das waren schöne Worte, aber dann folgten 10 Jahre Schweigen. Genau. Warum folgten 10 Jahre Schweigen? Ich glaube, ich hatte irgendwie Angst vor der ganzen Situation. Ich habe es meiner Mutter auch nie erzählt. Und Achso, du hast das eher dann abgebremst, nicht er? Ich glaube, beide. Also er hat dann auch nicht nochmal selber geschrieben. Ich glaube, ich war das letzte Mal dran und dann kam von ihm nichts mehr und irgendwann von seiner ältesten Tochter damals. So, und jetzt ist es wieder in die Gänge gekommen. Genau. Warum und wie? Ja, als Italien jetzt Weltmeister wurde, habe ich irgendwie öfter an die Familie da gedacht und habe mir dann ein Herz in die Hand genommen und habe dann doch mal wieder hingeschrieben. Mhm. Ja, und die haben sich gefreut. Er hat noch 5 Kinder. Ja. Und es kam auch direkt was zurück. Auf 10 Fotos oder 15 Fotos. Aha, aha. Und dass er sich sehr freut, von mir zu hören und dass die es eigentlich nicht abwarten können, dass ich die Familie da mal besuche. Wie spannend. Und jetzt fährst du im April runter. Genau.
Wo ist es in Italien so ungefähr? Auf Sizilien. Auf Sizilien sogar? Ja. Das ist ja toll, das ist ja toll. Aber wie wird das mit der Sprache? Ich gehe mal davon aus, dass du kein Italienisch kannst. Also ich habe vor ungefähr 2 Monaten jetzt einen Kurs angefangen. Ja. Der wurde leider abgebrochen aus gesundheitlichen Gründen von der Lehrerin und jetzt fange ich im Februar einen neuen Kurs an. Da muss ich aber rein, muss aber reinklotzen, ne? Von Februar bis April. Dass du zumindest so die Grundsachen sprechen kannst, dann hilft das schon ein bisschen weiter. Ja, das wird schwierig. Weiß deine Mutter davon, dass du jetzt ihn treffen wirst? Ja, ich habe ihr das vor 3 Wochen erzählt. Und wie hat sie reagiert? Sehr positiv. Positiv. Ich hatte ganz viel Angst, dass sie irgendwie total ausflippt oder Erinnerungen hochkommen. Ja. Oder Ängste. Gibt es denn einen Stiefvater, einen anderen? Bei dem ich 5 bin. Bitte? Bei dem ich 5 bin, gibt es einen. Ah ja, und mit dem bist du aber auch gut klargekommen? Ja, immer. Immer. Ja. Und der findet das auch okay? Es geht. Es geht, ach, ja. Ja, vielleicht ein bisschen eifersüchtig, was da jetzt entstehen könnte. Ich glaube auch. Ja. Mensch, wie spannend, da fährt man nach Sizilien und hat plötzlich eine riesengroße neue Familie mit 5 Halbgeschwistern. Ja. Und Tanten, Onkels und weiß ich was alles. Ja. Das ist ja super. Ich weiß gar nicht, wen es da alles gibt. Also aber eine Tante auf jeden Fall und Oma, Opa, ich weiß es gar nicht. Das ist natürlich wirklich eine Motivation, diese Sprache auch zu lernen. Ne? Ja. Unbedingt. Das mache ich gerne. Ja, jetzt fängst du damit an und dann geht das aber richtig rund. Und im nächsten Jahr sprichst du fließend Italienisch, wenn du da runterfährst. Ja, ich hoffe. Tolle Sache. Also Gratulation, dass sich das so ergeben hat. Ja, das und aufgrund so der Briefe denkst du, das wird schon schön werden. Das ist sehr herzlich und sehr freundlich, wie er auf dich reagiert und so weiter. Ja, total. Ja. Also, es ist deren Wunsch, dass ich komme und nichts anderes. Ja. So kommt es auf jeden Fall rüber. Santina. Aber daher auch dieser etwas ungewöhnliche Name, ne? Da hat die Mama dir einen... Ist das ein italienischer Name? Ja, seine Schwester hieß so. Ach so. Ja gut, aber deine Mutter hat dir den Namen gegeben. Genau. Sie fand seine Schwester damals so nett. Ah ja. Und hat immer gesagt, wenn ich mal ein Kind kriege und das ist ein Mädchen, dann heißt sie Santina. Sieht man es dir denn auch ein bisschen an, so äußerlich, dass du ein bisschen was Italienisches hast? So, wenn mich Menschen kennenlernen, nicht. Ja? Aber wenn ich mich zwischen seine Töchter stellen würde, würde man nicht merken, dass ich aus Deutschland komme. Eine rassige Halb-Sizilianerin. Genau. Die Santina. Liebe Santina, tolle Sache. Ich wünsche dir viel Glück und eine gute Reise und einen tollen Aufenthalt dann bei deiner neuen Familie. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, haben wir eine feste Themennacht wieder. Morgen heißt unser Thema religiöse Zwänge. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die unter religiösen Zwängen vielleicht einmal gelitten haben oder zurzeit auch noch leiden. Gehört ihr einer religiösen Gemeinschaft an, vielleicht zurzeit, die Dinge von euch verlangt, die ihr eigentlich nicht wollt oder die unter denen ihr leidet oder die euch Angst machen oder die euer Leben maßgeblich einschränken? Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Religiöse Zwänge. Wenn ihr in einer solchen Situation seid oder vielleicht auch aus einer solchen Situation heraus befreit habt, vielleicht über Jahre unter dem Zwang von religiösen Vorschriften gelebt habt, weil eure Eltern das so wollten, euer Ehemann es so wollte oder wer auch immer. Und wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch unter unserer Nummer 0800 220 5050. Morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Die Sendung beginnt wie immer um 1 Uhr. Oder ihr könnt natürlich auch rund um die Uhr mailen. Religiöse Zwänge, unser Thema morgen. So, jetzt sind wir verbunden mit der Christine. Hallo Christine. Hallo Domian. 22 Jahre alt. Genau. Und um was geht's denn? Ja, mein Thema ist, ich habe keine Angst mehr vorm Tod. Du hast keine Angst mehr vor dem Tod? Genau. Ja, ich denke, jeder Mensch hatte mal oder hat. Die meisten ja. Noch. Ja, so. Ja. Und ich habe sie halt nicht mehr. Warum hast du die Angst nicht mehr? Weil ich vor 5 Jahren eine Freundin verloren habe. Durch nach wie vor mysteriösen Tod, also es ist nach wie vor noch nicht aufgeklärt worden. Und ganz klar haben wir alle darunter gelitten, ihre Familie, wie auch ich. Mhm. Und ihre Mama kam halt damit überhaupt nicht klar und hat sich dann irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das gekommen ist, mit einem Medium in Verbindung gesetzt. Also mit jemandem, ein Medium ist jemand, der mit Toten sprechen kann. Ja. Und also die Mutter hat sich mit einem Medium, die Mutter von der toten Freundin. Genau, ja. Die hat sich mit einem Medium in Verbindung gesetzt. Beziehungsweise mit einer, die sich, also es ist irgendwie so über 2 Ecken gewesen. Mhm. Irgendwie.
Ja, und war halt da und ja, dann danach hat sie mir das dann halt erzählt, beziehungsweise auch vorgespielt, weil das, was die dieses Medium halt erzählt hat, das wurde auf Kassette aufgenommen. Mhm. Das habe ich mir halt angehört und ich gesagt, Mensch, ich glaube, ich muss das auch machen, weil vielleicht komme ich danach besser damit klar, kann damit anders umgehen. Mhm. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Das war irgendwie im März 2005, glaube ich. Du bist auch zu einem oder diesem Medium gegangen? Zu einem. Zu einem Medium. Gleiche war das nicht. Also der gleiche war das nicht. Es war ein anderes Medium. Ja. Es war halt so eine Dame, die hat sich mit, also die hat das Ganze organisiert und bei mir war das eine Frau, also ein ja, Medium halt als Frau und Und wie ging das dann? Dann setzt du dich da hin und sagst, ich möchte gerne Kontakt zu meiner verstorbenen Freundin haben? Nee, das macht man nicht so richtig so. Also, wie soll man sich das vorstellen? Naja, ich war halt da, also das war in so einem ganz normalen Haus und da geht man, bei uns war es halt in so einem Keller, da ist man halt in den Keller gegangen und das war ein ganz normaler Raum. Mhm. Ne? So und dann stand da halt ein Tisch und das Aufnahmegerät, womit das Gespräch alles aufgezeichnet wurde, ne? Weil man die Kassette dann für sich nach Hause mitnehmen kann. Mhm. Und man setzt sich dann an einen Tisch mit dem Medium? Genau, und mit der Übersetzerin, weil da gab es halt eine Dolmetscherin, weil die Dame halt nur Englisch sprach. Ach so. Und, selbst wenn ich Englisch sprechen würde, könnte ich, glaube ich, in der Aufregung hätte ich das nicht gebacken gekriegt, dir zuzuhören. Und ja, dann dadurch, durch deine Anwesenheit im Endeffekt, also in diesem Falle durch meine Anwesenheit, nimmt die Kontakt zu den Menschen auf, die verstorben sind, in meinem Leben verstorben sind, die mir wichtig waren. Oder also du musstest gar nicht sagen, zu wem du Kontakt aufnehmen willst, sondern die hat das von sich aus erahnt irgendwie. Ja, die Personen, also die verstorben sind, bei mir war das halt einmal Jacqueline, also die verstorbene Freundin, und einmal mein Opa, die waren dann halt da. Ich habe die zwar nicht gesehen, aber sie konnte mit denen sprechen. Also du hast nicht gesagt, diese Personen sind in meinem Leben in der letzten Zeit verstorben. Das sagt man nicht, nee. Nein, du hast gar nichts gesagt. Gar nichts. Ich habe mich da hingesetzt, war natürlich mega aufgeregt. Und dann fing irgendwann das Medium an zu sprechen und hat tatsächlich dann den Namen deiner Freundin genannt und auch deinen Opa erwähnt. Ja, genau. Das ist ja schon beeindruckend, wenn dieses Medium wusste von dir vorher gar nichts. Nichts, überhaupt nichts. Ich wusste... Und die hat tatsächlich den Namen Jacqueline benutzt. Ich glaube nicht, dass sie den genannt hat, aber sie hat halt gesagt, deine Freundin ist hier, dein Opa ist da und die möchten dir gewisse Dinge sagen und... Was wollten die dir sagen? Also bei meinem Opa war das einerseits so, dass, oder auch bei Jacqueline war es halt auch so, dass sie gesagt haben, pass auf, uns geht es gut. Das war so das Erste, was alle beide gesagt haben. Uns geht es gut und, oder gesagt haben, das hört sich ein bisschen scheuer dann, also das Medium hat das übermittelt. Uns geht's gut und mach dir halt einfach keine Sorgen und hör auf zu weinen und vergiss einfach nicht, uns geht es gut. Wir leben ja trotzdem so gesehen weiter, ne, wenn sowieso in deinem Herzen und halt auch so. Und wir haben ja hier oben auch unser Leben, wenn man das so will. Also es hört sich zu scheuern an und viele Leute, die denken jetzt, ich bin ja voll in einer Klatsche, aber... Hast du denn auch Fragen stellen können? Ja, natürlich. Du hast gerade gesagt, diese Freundin ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Genau. Vielleicht vorab noch die Frage an dich jetzt, was waren das für mysteriöse Umstände? Also der Tod ist so gesehen nicht aufgeklärt. Also wir wissen... Ja, ich sag jetzt einfach mal, wir wissen nicht, wer es war. Wir wissen, woran sie gestorben ist und das ist eine Überdosis GHB. Das ist so ein Mittel, womit man Frauen gefügig macht. Ist im Moment in Diskotheken ganz weit verbreitet. Und an einer Überdosis kann man halt sterben und das ist bei ihr leider Gottes der Fall gewesen mit 17 Jahren. Und du hast, oder ihr habt die Vermutung, dass man ihr diese Überdosis verabreicht hat? Und genau. Hast du sie denn dann in der Situation, als du mit dem Medium konfrontiert warst, hast du sie gefragt, wer ist der Täter? Das würde die auch niemals sagen. Dieses Medium weiß das, aber die darf, aus welchen Gründen auch immer, sie darf es nicht oder sie macht es nicht, das ist einfach so, die sagen dir das nicht. Die sagen jetzt nicht, was weiß ich, das war Horst und Gundula, keine Ahnung. Na, die dürfen das halt einfach nicht sagen. Also das machen die auch einfach nicht. Warum wissen wir nicht, ne? Warum wissen sie nicht? Warum die das nicht sagen dürfen oder sollen oder wollen können. Vielleicht können sie es auch nicht sagen. Weiß ich nicht, man muss mal an die Schritte weiterdenken, ne? Was würde passieren, wenn die jetzt sagen würde, pass mal auf, das war der und der? Na, dann würden wir zur Polizei laufen und beweist das mal. Das ist, also ich denke deswegen, also genauen Grund dafür weiß ich nicht. Wie lange dauerte diese Sitzung? Eine Stunde. Was ist für dich in dieser Sitzung herausgekommen, was war das Wichtigste für dich, was du also da... Also das Ausschlaggebende, warum ich jetzt zu meinem heutigen Punkt sage, ich habe keine Angst mehr vom Tod, ist, dass ich sie gefragt habe, was ist da oben, was passiert danach, weil jeder Mensch
oder fast jeder Mensch stellt sich diese Frage, was passiert danach? Ne? Und niemand kann es ja so genau wissen. Und das war für mich so, ich wollte wissen, was ist da oben los? Ne? Mhm. Was passiert da? Und das war die Antwort. Die Antwort war im Endeffekt, dass sie gesagt hat, wir leben hier oben ganz normal weiter. Wir können zwar zum Beispiel keine Kinder mehr bekommen oder so, aber wir haben hier oben auch unser Leben. Wir können so gesehen in Anführungszeichen auch in Urlaub fahren. Und das klingt doof, ich weiß. Wir haben auch Handys und Internet und so. Nein. Trinken gerne mal eine Tasse Kaffee zusammen, aber in Urlaub fahren können wir nicht. Also, die leben halt ganz so weiter, wie sie jetzt sind. Also so wie sie sterben, leben sie da oben halt auch weiter. Ne? Und das ist ja unter Umständen nicht tröstlich, wenn jemand, weiß ich, schwer krank ist. Und ja gut, okay, dann gut, dazu muss man sagen, wenn jetzt jemand blind war oder sonstiges, die sind da oben so, wie sie eigentlich sein sollten quasi. Mhm. Also wenn jemand jetzt behindert war, dann ist der oben ganz normal. Mhm. Und deswegen, ja, schon allein aus diesem Grund habe ich auch Respekt vor Behinderten. Also nicht so dieses, dass man die auslacht, sondern dass ich mir denke, die kriegen das mit. Die wissen das, auch wenn die schwerstbehindert sind, die merken, dass sie wissen das. Mhm. Also für dich auf jeden Fall war das eine beeindruckende Seance, sage ich mal so. Ja. Und seitdem bist du ganz gelassen und denkst, na okay, wenn ich irgendwann auch mal sterben muss, es geht ja schon in einem guten Sinne weiter. Ja, ich weiß ja, wer da oben ist. Also ich weiß ja, dass ich da oben nicht alleine bin. Also ich habe zwar keine Angst mehr, aber Angst in dem Sinne davor, was ist mit denen, die Hinterbliebenen, die dann halt von mir Hinterbliebenen, ne? Also. Mhm. Davor habe ich Angst. Wie geht es denen? Wie gehen die damit um? Aber an sich, dass ich sterbe, davor habe ich keine Angst. Gibt es ja noch etwas Ausschlaggebendes, was du gehört hast, vielleicht an Informationen, zum Beispiel von deinem Opa, von deinem verstorbenen Opa? Nein, er hat einfach gesagt, du brauchst einfach keine Angst haben, lebe dein Leben so weiter, wir passen auf dich auf. Mhm. Und das Witzige ist, oder was heißt witzig, ist es nicht, aber man hat auch in diesem Raum gespürt, dass die da sind. Das kann man nicht in Worten beschreiben. Das ist, ich habe im Endeffekt die ganze Zeit gemerkt, dass zwei Hände auf meiner Schulter liegen. Mhm. Das klingt total bekloppt, aber... Das war nicht die Übersetzerin? Nein. Die Hände, meine ich. Nein, nee. Die saßen ja da. Du merkst, da ist ganz, 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 ganz viel Wärme in dem Raum. Mhm. Weiß ich nicht, du fühlst dich wahnsinnig geborgen, du bist wahnsinnig aufgeregt, aber du fühlst dich auch wahnsinnig geborgen. Also mir tat dieser ganze Besuch einfach, diese eine Stunde, die hat mir im Endeffekt mein ganzes Leben, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich sage jetzt mal, wie auch immer man das bewertet und wie auch immer man dazu steht, ob man das glaubt oder nicht glaubt, dass das jetzt so einen Effekt bei dir erzielt hat, das finde ich gut. Das finde ich einfach gut, dass du bist jetzt gelassener in deinem Leben und wirst vielleicht auch, vielleicht aber auch dein, was hat das für eine Auswirkung auf dein Denken, aufs Leben? Komplett, also ich habe so gesehen, das ist jetzt fast 5 Jahre her, am 1.3. wären das 5 Jahre, habe ich mein Leben komplett verändert. Mein ganzes Denken, mein ganzes Handeln. Ja, welche Richtung verändert? Ich sag meiner Mama, also ich liebe meine Mutter schon immer, ganz klar, aber ich sag ihr das jetzt ganz, ganz oft, also eigentlich jedes Mal, seit dem Tag an sag ich, Mama, ich liebe dich, ne, und wenn die irgendwo hinfahren, fahr vorsichtig, pass auf dich auf, das habe ich früher nie gemacht, habe ich gesagt, tschüss, ne, bis demnächst, so. Also auch eine positive Veränderung ins Leben total hinein? Total, mein das Leben, heißt, also, du lebst bewusster? Freunde von mir haben auch gesagt, dass ich mich von meinem Denken und Handeln ganz, also positiv verändert habe, ne. Ja, also. Das ist entscheidend, finde ich. Und wenn das jetzt so ist, dann ist es in Ordnung so. Das war für dich halt ein persönlich sehr intensives Erlebnis und wir wollen alle nicht von außen drüber urteilen. Je nachdem, egal wie man dazu steht. Aber gerade jetzt zum Beispiel die Rita, die da gerade angerufen hatte, natürlich super heftig, was sie erlebt hat. Ich will nicht sagen, dass sie das empfehlen würde, weil das muss jeder selber wissen, ob jemand daran glaubt. Weil wenn man mit einem absoluten Nichtglauben da reingeht in diesen Raum, dann kommt auch nichts, dann passiert auch nichts. Ja, das aber ist sehr schwierig, das zu empfehlen. Das muss man wirklich sehr individuell abschätzen. Ja, klar, abschätzen. Das muss man von sich selbst irgendwie ausgehen, wie man dazu eingestellt ist. Ja. Aber wenn sie dafür offen wäre, dann würde ich ihr das empfehlen, weil das hilft wirklich ungemein. Also auch ihrer Mutter und ihrem Vater, ihrer Schwester, das hat allen wirklich super gut geholfen. Und mein Opa hat auch noch Worte an meine Mutter dann gerichtet und ich habe meiner Mutter das dann vorgespielt und meine Mutter denkt da jetzt auch ein bisschen anders. Die ist zwar immer noch sehr skeptisch, aber... Also Christine, ich fand das interessant. Ich glaube, alle Leute, die zugehört haben, was du erzählt hast. Danke dir für den Anruf und wünsche dir einfach ein gutes und bewusstes Leben. Aber das muss ich dir, glaube ich, gar nicht wünschen. Das machst du schon. Denke ich. Alles Liebe. Okay, danke schön, Domian, und deine Sendung ist super. Und ich habe noch eine ganz, ganz kleine, klitzekleine Frage. Was macht dieser Elch da hinten? Warum steht dieser Elch bei dir da hinten? Das wollte ich schon immer mal wissen. Das ist jetzt eine schöne Gelegenheit, die ich jetzt mal aufgreifen will. Ich stehe jetzt mal hier auf, erkläre das meinen Radiohörern und greife mal hier hinten hin und hole mal diesen sogenannten Elch. Ihr Lieben, die meisten von euch sagen immer,
Das sei ein Elch. Das ist aber kein Elch. Das ist ein ganz klassischer deutscher röhrender Hirsch. Und ich habe so ein bisschen Spaß an Hirschgeweihen. Und diesen schönen röhrenden Hirsch hat mein Kollege Roland Lohr, der bei mir die Regie macht, hat ihn mir einfach mal irgendwann geschenkt vor vielen Jahren. Und da wir im Fernsehbild hier nicht viel zu sehen haben, war das dann die Idee, diesen tollen weißen Hirsch stellen wir quasi so als Maskottchen für die Sendung im Hintergrund auf. Das ist der Hintergrund von der ganzen Sache. Bist du noch da? Ja, klar. Ja. Ich hör dir nur zu. Ja, also ein Hirsch, ne? Ich kann euch auch mal ein Elch mitbringen. Elche haben ganz andere, ja, das ist kein Plan. Die haben so Schaufel, ein Schaufelgehorn. Das hier ist ja was ganz anderes. Ich stelle es, glaube ich, mal wieder nach hinten, weil das ist hier zu dominant im Bild. Den stelle ich übrigens jeden Abend vor der Sendung persönlich hier auf, weil tagsüber ist das ja ein Radiostudio und da sind die Kollegen hier zugange und dann besteht die Gefahr, dass der schöne Porzellanhirsch aus Versehen kaputt geht. Okay. So, liebe Christine. Ja, dann danke ich dir für diese Antwort. Alles ist geklärt. Ich wünsche dir alles Gute. Und ich wünsche der Rita nochmal alles Gute. Ne? Die schafft das schon. Das ist nett von dir. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Klaus und Klaus ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Dorian. Ja, hallo Klaus. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe dich an. Es geht eigentlich um meine Frau. Meine Frau, die hat sich vor circa 2,5, 3 Jahren die Gebärmutter rausnehmen lassen und seitdem will sie nur noch Sex. Sex, Sex, Sex. Ach. Ja, und ich muss dabei sagen, wir führen eigentlich seit ja gut 2,5 Jahren eine recht offene Ehe aufgrund dessen. Mhm. Meine Frau, die hat einen Freund und holt sich so zwischendurch ja, den Spaß, den sie haben. Ach, sie hat einen Freund, einen Sexpartner? Ja, so eine Art Hausfreund, ja. Aber da geht es nur um Sex eigentlich? Ja, ja. Ja. Weil dir das zu viel würde sonst? Ja, ich aus beruflichen Gründen schon, weil ich bin ja, Kraftfahrer und bin selten zu Hause. Ja. Und das kommt dann noch hinzu und am Wochenende brauche ich halt eben so eine gewisse Zeit, um mich auch selbst auszuruhen und zu entspannen. Verstehe, da kann man nicht sofort wieder zack ran. Ja, ne, da muss man genau. Ein bisschen sich ausruhen erstmal. Ja, genau. Und das Problem, was ich jetzt eigentlich dabei habe, ist einfach, dass wir seit ja, ungefähr einem halben Jahr, dreiviertel Jahr deswegen ständig uns in die Haare ziehen. Ach, wegen dieses Mannes? Ja, nee, nicht wegen des Mannes, sondern weil ja, ihr das noch nicht reicht. Ne? Also Ach, der Mann reicht ja auch nicht? Nee. Also es reicht, du und der Mann, ihr beide reicht ihr nicht aus. Ja, es geht einfach darum, dass ich ihr nicht das geben kann, was sie gerne haben möchte. Also sie kann fast jeden Tag, 1-2 Mal am Tag. Und ich hatte es gerade vergessen zu fragen, wie alt ist sie eigentlich? Meine Frau ist 47. Super, 47? Ja, super sexy Frau. Habt ihr Kinder? Ja, 2, aber die sind schon beide erwachsen. Die sind aus dem Haus? Nee, die wohnen noch so bei uns. Kriegen die das denn mit, dass da ein Hausfreund auftaucht? Ja, ich muss dabei sagen, wir sind so hin und wieder Swinger und so hin und wieder sind dann auch fremde Leute bei uns. Und irgendwann, dann haben sie mal gefragt, das ist vor 5 Jahren mal gewesen. Und wir haben eigentlich auch zu Hause ein recht offenes Verhältnis und wir haben ihnen das gesagt. Achso, die sind eingeweiht. Wie alt sind denn die Kinder jetzt? Ja. Der Älteste ist 21, 24 wird er jetzt diesen Monat. Mhm. Und der Kleine wird 18. Beide wissen Bescheid und beide nehmen es so hin und tolerieren es. Ja, die haben das ganz, ganz toll aufgenommen. Und jetzt muss ich nochmal fragen. Also, du kannst ihr das nicht geben, was sie haben möchte. Genau. Sie hat einen Hausfreund und der reicht aber auch immer noch nicht aus. Habe ich das so richtig verstanden? Genau. Was will sie? Will sie noch einen Mann oder was soll passieren? Nein, sie möchte eigentlich mehr mit mir Sex haben. Nur am Wochenende, wie ich eben schon sagte, brauche ich halt eben eine gewisse Zeit, um mich von der Woche zu erholen, weil ich habe ja auch teilweise Arbeitszeiten vor 15 oder noch mehr. Ach so, sie stellt trotz ihres Hausfreundes doch noch weiter die Forderung und die formuliert die Hoffnung an dich,
mit dir noch mehr Sex zu haben. Genau, genau. Wie lange seid ihr verheiratet? Ich gehe mal davon aus, sehr lange, wo die Kinder schon so alt sind. Ja, wir sind im Mai, jetzt kommenden Mai 25 Jahre verheiratet. Und vor dieser Operation war das normal oder fast schon ein bisschen eingeschlafen? Nein, wir hatten super, super Sexleben. Also es gab gar kein Problem und gar kein Theater. Ja, aber danach ist es dann nochmal noch stärker geworden. Genau, genau. Also ich finde so extrem stärker geworden. Wenn sie so könnte, wie sie wollte, wie oft am Tag hätte sie denn Sex? Also mindestens einmal auf jeden Fall. Mindestens einmal und dann aber richtig und gut. Ja, genau. Und auch nicht mal die schnelle Nummer. Nein. Sie ist eine Genießerin. Ja. Und das Fatale ist, ich hatte eine sehr kurze Nacht. Ich war heute Abend zu Hause. Ich hatte eine sehr kurze Nacht gehabt und 3,5 Stunden habe ich geschlafen. Und dann habe ich einen Traum gehabt, wo sie sich halt mit zwei Männern getroffen hat. Mhm. Bei uns zu Hause. Ich war rein zufällig auch da. Ich kannte aber die beiden Männer. Mhm. Und sie hatte dann so ein bisschen angefangen mit dem Sex zu machen und ich hatte irgendeine ganz belanglosen Satz gesagt und sie hat völlig empört reagiert und hat mich einfach ignoriert, als wäre ich gar nicht da. Mhm. Das hat mich echt zu schaffen gemacht, da bin ich direkt vom Wach geworden. Ne? Sag mal, wie empfindet sie das denn? Findet sie das auch als lästig, dass sie so fast schon sexsüchtig ist oder findet sie das cool und gut? Nein, sie findet das cool. Sie findet das einfach cool und... Wobei ihr ja auch klar ist, dass das gewisse Probleme vielleicht auch in eure Beziehung bringt, weil du es definitiv nicht so willst und kannst. Ja, eben. Aber ich denke immer so letztendlich, das liegt so an mir, weil ich halt eben gut am Wochenende bin ich samstags und sonntags zu Hause, da könnte ich eventuell was nachholen. Ja. Aber ich kann nicht so, wie sie dann will. Ne? Ja. Also kann ich verstehen. Also erstmal seid ihr so lange verheiratet, was ja nichts heißt. Aber wenn du die ganze Woche deinen Stressjob als LKW-Fahrer hast, dass du da nicht sofort nach Hause kommst und zack den Hengst raushängen lassen kannst auch, ist mir völlig klar, dass man da auch mal ein bisschen Ruhe braucht und in Stimmung kommen muss und so weiter. Insofern ist es ja schon ein Problem. Da ist dein Job und deine Beanspruchung und da ist die Frau zu Hause, die immerzu will. Ja. Wie kann man das lösen? Nur habt ihr ja schon einen ganz interessanten Lösungsclou da gefunden mit dem Hausfreund. Ja. Aber damit ist sie nicht zufrieden. Nein, also sie möchte einfach mehr Sex mit mir haben. Und das ist für dich ist das gar kein Problem, dass da ab und zu ein Mann auftaucht, der mit ihr dann auch schläft? Nein, ich kenne ihn ja auch. Wir haben den Solomann da irgendwann mal privat auch mal kennengelernt. Ja. Auf dieser erotischen Basis, sag ich mal. Mhm. Und ich habe dann so hin und wieder mal mit ihm telefoniert. Also ich finde das... Keine Eifersucht. Wie oft kommt denn der Knabe zu deiner Frau? Ja, die treffen sich immer im Motel und sie ruft ihn an, wenn sie Lust hat. Und na, da könnte ich mir vorstellen, dass die ein paar Mal am Tag anruft, oder? Ja, sie ist selber ja auch am Arbeiten und hat dadurch ja auch nicht immer diese Zeit dafür. Ja. Aber wenn sie die Zeit dafür findet und sie dann Lust hat, ruft sie den an. Und also wie viel Mal im Monat ungefähr kommt's vor? Ja, 3, 4, 5 Mal. Ja. So, ja. So, wie löst man das Problem jetzt? Finde ich sehr schwierig. Das ist immer sehr schwierig. Wenn ein Partner ist schärfer drauf als der andere, aus welchen Gründen auch immer, jede Person, ist da sehr schwierig. Ich meine, ihr seid ja sehr offen und kompromissbereit. Mhm. Du hast gerade eine Anmerkung gemacht, ihr seid auch Swinger, ihr geht auch ins Swingerclub. Ja, genau, ja. Und wenn man das noch ein bisschen mehr steigert und dass ihr sich da noch ein bisschen mehr austoben kann? Mhm. Ja, das ist das, was ich ja gar nicht verstehe, dann, wenn wir dann zum Beispiel im Club sind. Ja gut, die letzten paar Mal hat sich das bei ihr auch so ein bisschen geändert. Wenn wir dann im Club sind, will sie eigentlich nur hauptsächlich Sex mit mir. Ja, und da sind ja auch viele andere Solo-Männer, die sich ja auch so ausruhen kann. Ich meine, meine Frau ist eine sehr, sehr hübsche Frau. Und ja. Also da ist sie dann sehr auf dich konzentriert, obwohl ihr im Swingerclub seid. Ja, genau. Also ja, dann braucht sie auch gar nicht groß ins Swingerclub gehen. Ja, irgendwie ist es ja so, ja, aber ich wenn ihr so über diese Problematik redet,
Also erstmal eine Frage A, redet ihr darüber? Das, sagst du, dass das irgendwie nicht für dich so möglich ist? Ja, wir reden sehr oft, vor allen Dingen in der letzten Zeit reden wir sehr oft, ja. Nur wir kommen da irgendwie nicht auf den grünen Zweig. Ich kann ihr meinen Standpunkt klar machen. Also, ja. Sie sagt dann immer, ja, ich würde meinen Job im Vordergrund stellen. Und im Moment ist es ja auch so, dass mein Job im Vordergrund steht. Mhm. Und da ist es wichtig, einen Job zu haben. Und ich kann nicht einfach so aus so einem Grund aufs Spiel setzen. Finde ich auch. Also finde ich auch, also den Vorwurf da zu machen, soweit ich das jetzt einschätzen kann, finde ich nicht gerechtfertigt. Wir kommen da einfach nicht auf den grünen Zweig. Mhm. Ich sage dann immer schon, ja gut, es liegt an mir, ich will was ändern und ich versuche was zu ändern. Nur wenn ich dann zu Hause bin am Samstag, bin ich erstmal platt in der Woche. Und Das heißt, die Lust kommt bei dir erst vielleicht am Sonntag auf? Ja. Mhm. Ja, es kann auch schon sein, Samstagabend. Ja. Also ich finde ja, in solchen, ihr seid offene Leute. Das finde ich schon mal gut. Mit euch kann man reden, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Mhm. Und ihr seid auch offen für irgendwelche Ideen und Möglichkeiten. Ich finde, ihr solltet euch einen Moderator suchen. Du hast jetzt bei mir angerufen, um mal darüber zu reden. Interessant wäre es, wenn ihr beiden zusammen zu einer neutralen Person gehen würdet und mal über diese Thematik in Ruhe eine Stunde oder so reden würdet. Vielleicht auch ein paar Sitzungen mal in Anspruch nehmen könntet. Dann kann man das in Ruhe mal auseinanderpflücken, wo Möglichkeiten sind, dass man da zueinander kommt. Denn grundsätzlich, ihr mögt euch, ihr seid immer noch scharf aufeinander, das ist ja alles schon mal sehr wichtig. Es muss nur irgendein Modus gefunden werden. Ja, ich sag mal, wir sind eigentlich so wirklich sehr, sehr glücklich verheiratet. Es gibt nichts, was irgendjemanden zu beanstanden hat. Also wir kommen super klasse klar. Umso besser. Das ist eine gute Grundlage für so ein Lösungsfindungsgespräch auch. Ich würde hier gerne jetzt anbieten, dass wir dir eine entsprechende Person vermitteln, dass wir die Telefonnummer dir gleich geben, wo ihr eventuell hingehen könntet. Das wäre nett. Dann machen wir das so, lieber Klaus. Du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an und versuchen zu helfen. Ja. Alles Gute. Eins wollte ich noch sagen. Mhm. Auch wenn mein Thema jetzt völlig daneben war, mein Mitgefühl hat die Rita, also ich kann das ein bisschen nachvollziehen und ich wünsche ihr alles Gute. Das finde ich sehr nett, dass du das sagst und das hat auch nichts damit zu tun, dass du was ganz anderes gerade angesprochen hast. Ich finde es sehr nett. Ich danke dir sehr, sehr vielmals, Klaus. Ja, so ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, wir rufen dich gleich zurück, ja? Ja, danke. Tschüss. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen, ihr Lieben. Morgen heißt unser Thema religiöse Zwänge. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die unter religiösen Zwängen leiden. Gehört ihr zurzeit eventuell zu einer religiösen Gemeinschaft, die Dinge von euch verlangt, die ihr eigentlich nicht wollt? Die Dinge von euch verlangt, unter denen ihr leidet oder die euch Angst machen oder die euer Leben maßgeblich einschränken? Gehört ihr einer religiösen Gemeinschaft an, die vielleicht Traditionen hat, mit denen ihr eigentlich gar nicht zurechtkommt und ihr unglücklich seid, ihr aber aufgrund familiärer Verbindungen oder sonstiger Zwänge einfach nicht raus könnt und euch dieser Sache unterwerft, obwohl ihr sehr, sehr, sehr unzufrieden damit seid? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr unter unserer kostenfreien Telefonnummer oder mailt uns rund um die Uhr unter domian@wdr.de. Hier ist Renate. Renate ist 63 Jahre alt. Guten Morgen, Renate. Hallo, Renate. Ja, hallo. Ja, hallo, hallo. Hallo, Domian. Ich finde deine Sendung wundervoll und Dankeschön. Hat mir seit September sehr über die Runde geholfen. Ja, was ist denn, ist im September was Schlimmes passiert? Ja, sehr schlimm. Ich habe 76 mit 33 Jahren einen Mann kennengelernt. Da habe ich von Anfang an gesagt, es ist mein Märchenprinz. Mhm. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch, da hätte ich ganz Deutschland mit versorgen können. Mhm. Ja, die Beziehung hatte Höhen und Tiefen. Wir haben uns dann auch mal scheiden lassen, 84, waren aber nie auseinander, sind 96 wieder zusammengezogen und 1997 ist er an Speiseröhrenkrebs erkrankt. Mhm. Da habe ich ihn dann, in den letzten 10 Jahren gepflegt. Mhm. Also 10 Jahre war er schwer krank. Ja. Mhm. Ich habe ihm praktisch alles aufgegeben, weil ich ja gesagt habe, wir hatten vorher ja schöne Jahre, vielleicht kommen sie dann wieder.
Und dann ist er vorher ja im September zum Klassentreffen gefahren. Und am 19. September habe ich dann ein Telefongespräch gehört, dass er sagte dann, ich habe zu Hause noch nichts geklärt und du dann sicher auch noch nicht. Naja, dann habe ich einfach die Tür aufgemacht und habe gesagt, bei uns ist alles geklärt, pack bitte deine Sachen und dann wirst du ausziehen. Also, wir sind dann am 1.6. hier in die Wohnung gezogen, wo ich jetzt bin. Moment, das habe ich so nicht verstanden. Heißt das, er hatte eine andere Freundin? Er hat dort seine Jugendliebe gesehen, die er vor 44 Jahren mit der mal zusammen war. Die hat er da auf dem Klassentreffen getroffen, wo er schon ein schwerkranker Mann war? Ja. Nein, der schwerkranke Mann ist er ja seit 97. Aber er hat ja mit 19 Jahren diese Frau als Jugendliebe gehabt. Ja, natürlich, aber jetzt, als er sie wieder getroffen hat, war er schwerkrank. Ja, sicher. Und dann ist er ausgezogen? Ja, im Oktober dann. Und was ist jetzt im Moment mit ihm? Ja, na, er ist dorthin gezogen, in den Ort. Ja, weiß ich nicht, wie oder was. Und du hast keinen Kontakt mit ihm? Nein, gar nichts. Es war kein Gespräch, es war keine Vorwarnung. Ich habe dann nur mal ganz kurz gefragt, warum ich das denn eigentlich über seine Schwester erfahren habe. Da hat er gesagt, man muss ja erstmal abwarten, was aus so einer Beziehung wird. Kann ich ihn ahnen, dass du mich gleich rauswirfst, wenn du das lauscht und das hörst? Jetzt sitze ich in einer Dreiraumwohnung. Wir sind ja dann am 1.6. in eine Dreiraumwohnung gezogen. Ja. Und sitzt da alleine und quasi auf dem Scherbenhaufen auch all deiner Gefühle. Nur ein tiefen Loch, weil es war ja auch keine Aussprache. Mein Kopf sagt, wer weiß, wozu es gut war. Aber Renate, jetzt muss ich dich unterbrechen, weil unsere Sendung gleich rum ist. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, einverstanden? Danke. Okay, bis gleich. Danke.